Es sollte ein besinnlicher Abend für eine Familie in der Quellendorfer Siedlung Sperlingslust werden. Doch vermutlich der angefeuerte Kamin löste am Freitagnachmittag einen Wohnungsbrand aus. Gegen 16.40 Uhr wurde der Brand bei der Rettungsleitstelle gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Kameraden hatten sich alle 5 Bewohner schon selbst aus dem eingestöckigen Wohnhaus gerettet. Circa 50 Einsatzkräfte waren vor Ort. Das Geschehen gestaltet sich hier in der Ortslage generell etwas schwierig, denn wir haben hier nicht genügend Wasserentnahmestellen hier draußen. Demzufolge ist auch das Großangebot an Feuerwehren hier in der ersten Abmarschfeuer schon parat. Die erste Feuerwehr, die hier fort war, war die Feuerwehr Quellendorf mit dem ersten Löschfahrzeug. Es rückt nach eine Drehleiter und ein Löschzug aus der Kreisstadt Köthen. Des Weiteren sind die Kameraden der Feuerwehren Fraßdorf und Hinsdorf hier mit im Gange. Wir haben zurzeit einen Personalbedarf von etwa 50 Kameraden hier, die die Löschwasserentnahmestelle durch Tanklöschfahrzeuge hier sichern. Und im Innenangriff haben wir ca. 6 Personen, die die Decken rausnehmen, um den Brandherd in der Decke so schonend wie möglich, sage ich jetzt, zu bekämpfen. Denn wir wollen den Wasserschaden hier so gering wie möglich halten, um der Familie nicht einen zu großen Schaden zuzufügen. Die Brandbekämpfung gestaltete sich recht schwierig, da der Schornsteinbrand auf die Zwischendecke übergegriffen hatte. Mittels einer Wärmebildkamera wurden weitere Brandherde aufgespürt und gelöscht. Für uns ist das Bild so, wir sehen, wenn wir kommen, wo wir sag ich mal so, die konzentrierte Flammenfront haben, aus welchem Bereich die kommen. Alles Weitere wird die K hier ermitteln, um das dann, sag ich mal, der Familie auch und Versicherern mitzuteilen. Das ist eine Sache, wo wir dann als Feuerwehren außen vor stehen, aber das, ich sag mal so, in dem Bereich Kamin, Feuerstätte haben wir hier ziemlich einen konzentrierten Brand. Verletzt wurde beim Brand keiner der Bewohner. Wir haben hier keine verletzten Personen. Der Rettungsdienst war trotzdem mit alarmiert. Das ist bei uns eigentlich gang und gäbe, weil wir auch ja damit rechnen müssen, dass vielleicht ein Kameraden mal kann passieren, soll nicht, ist es richtig. Aber hier haben wir natürlich starken Verdacht auf Rauchgasvergiftung, weil ja natürlich der Anwohner guckt nicht zu. Auch hier wurden die ersten Löschversuche schon gemacht und das Feuer auch gebremst. Aber es ist halt in der Decke und da kommt dann keiner ran. Das ist klar. Das ist für die Familie sicherlich schwierig. Sie sind auch sehr, ich sage mal, psychisch angeschlagen an der Sache. Sie sind natürlich aufgeregt. Sie sehen die ersten Feuerwehren kommen, die ersten Leute fangen an, Schläuche zu rollen. Und dann kommt nicht gleich Wasser, natürlich nicht. Wir müssen ja erstmal gucken, wo wir hin müssen. Aber wir haben jetzt schon mit 2 Kameraden auch die Leute etwas beruhigt. Sie können jetzt erstmal zu Nachbarn unterkommen. Und alles andere wird jetzt der Einsatzverlauf an der Stelle zeigen. Immer wieder lösen sogenannte Schornsteinbrände einen Wohnungsbrand aus, bei denen das Haus bis auf die Grundmauern abbrennen kann. Die Feuerwehr rät aus diesem Grund Kaminbesitzern, wenn sie einen solchen Brand bemerken, sofort die Luftzufuhr zu schließen und die Glut aus der Feuerstelle herauszuholen. Auf keinen Fall sollte man das Feuer mit Wasser löschen, da der entstehende Wasserdampf zu einer Explosion führt, der Schornstein gesprengt wird und dann das offene Feuer im Haus um sich greifen kann.